Und das passiert im heutigen Video. Naja, und jetzt habe ich halt einen Titanium White Octane, einen zweiten Titanium White Octane, einen dritten Titanium White Octane, einen vierten Titanium White Octane und sogar einen fünften Titanium White Octane. Ja, also ist irgendwie absolut crazy, oder? Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ich habe gestern in meinem Stream Rocket League Sideswipe gespielt und zwar mit meinem brandneuen Titanium White Octane. Und jede zweite Chat-Nachricht so: Dom, woher hast denn du den Titanium White Octane bekommen? Alles klar, dann werde ich euch mal jetzt hier in diesem Video erklären, wie ihr den Titanium White Octane für euer Sideswipe bekommt und wie einfach das doch eigentlich ist. Und da ich so ein netter Mensch bin, habe ich dazu auch noch zwei Tipps für euch. Lasst deswegen super gerne einen Daumen nach oben, da würde mich mega freuen, und abonniert super gerne meinen Kanal. Hier gibt es alles rund um Sideswipe und Rocket League. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Spielst du Rocket League auch am PC? Dann schau doch mal bei AOR vorbei. Dort bekommst du Credits, Autos, Items oder Blueprints für super günstige Preise. Und mit dem Gutscheincode NERD hast du noch 6% Rabatt. Und da sehen wir ihn auch schon. Ach, ist das nicht schön? Mein Titanium White Octane in Rocket League Sideswipe. Übrigens spiele ich Sideswipe am PC mit Controller. Wenn du nicht weißt, wie das geht, check mal die Beschreibung ab. Da ist ein Video von mir verlinkt, wie du es am PC spielst und vor allem mit Controller. Kommen wir aber jetzt mal zum Titanium White Octane. Ach, ist er nicht schön? Zusammen mit dem Shisha-Aufkleber, auch in Titanium White, wirkt das Ganze doch eigentlich ziemlich cool. Nur mir fehlen irgendwie die richtigen Räder. Da gibt es aktuell noch nicht so viel Auswahl für mich. Ich hoffe, da kommt bald noch mal ein bisschen mehr rein, aber irgendwie würde ich mir da auch ein paar Sombas wünschen, vielleicht auch in TW. Aber Dom, kannst du jetzt bitte endlich mal sagen, wie man diesen Titanium White Octane bekommt? Ja, natürlich, es ist super, super einfach. Und zwar einfach mal auf den Item-Shop klicken, ein bisschen nach rechts scrollen und da ist er auch schon. Der Titanium White Octane für 2400 Sideswipe Points. Und der Octane ist wirklich super günstig, oder ich meine 2,4, das hast du in einer Stunde ungefähr in-game gefarmt. Der Octane in Titanweiß ist 14 Tage im Shop, stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nur noch 13 Tage, aber das sollte für euch auch noch locker möglich sein, die Sideswipe Points zu farmen. Aber hier nochmal ein Pro-Tipp für euch und damit der erste Tipp für heute. Connectet euer bestehendes Epic-Konto mit Sideswipe, sodass ihr quasi die PC-Version von Rocket League entweder bei Epic oder bei Steam mit Sideswipe verbunden habt. Wenn ihr also jetzt Rocket League am PC spielt, sammelt ihr automatisch, wenn ihr Sideswipe spielt, mehr XP, weil ihr vorher Rocket League am PC gespielt habt. Genauso umgekehrt, einfach Sideswipe spielen bei der nächsten Runde Ranked auf dem PC, wirst du dann 4000 extra XP bekommen pro Runde. Und ich glaube, je mehr XP du sammelst, bekommst du eben auch mehr Sideswipe-Punkte aus einer Runde Ranked raus. Also von daher macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze zu connecten. Und nicht nur das ist ein Vorteil, ein anderer Vorteil ist eben auch, dass du all deine Freunde auf Steam oder Epic auch hier automatisch drin hast. Also das ist wirklich super easy. Also da kannst du mit deinen Freunden auch einfach Sideswipe zocken, ohne die neu zu adden und. Super geil. Kommen wir aber jetzt zu meinem zweiten Tipp für heute. Das könnte eventuell sogar aktuell ein Bug sein bei Sideswipe. Also am besten sofort ausprobieren, bevor es nicht mehr gehen sollte. Ich gehe also nochmal ganz kurz in den Itemshop rein, scroll ein bisschen nach rechts und sehe nochmal den Octane in CW. Er steht hier im Besitz drauf. Das heißt eigentlich, wenn ich ihn bereits besitze, kann ich ihn nicht nochmal kaufen. Das kannst du bei Rocket League ja quasi auch nicht. Bei den Bundles, wenn du es einmal hast, hast du es ja bereits. Und wie ihr seht, ich habe auch noch 11.200 Sideswipe-Punkte auf Lager. Wenn ich also jetzt nochmal hier draufklicke, bekomme ich automatisch einen weiteren CW Octane und ich habe nur noch 8000 Punkte. Heißt, ich kann mir jetzt aktuell den dritten, den vierten und auch sogar den fünften Titanium White Octane kaufen. Ja, okay, ich habe jetzt keine Sideswipe-Punkte mehr, aber in der Garage werden wir schnell feststellen, ich habe einen CW Octane, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften und ganz ehrlich, ich habe sonst keine Autos doppelt und ich glaube, das wird aktuell ein Bug sein, den du ausnutzen kannst, weil ich glaube auch nicht, dass es gewollt ist, dass hier in der Garage so viele selben Autos angezeigt werden, oder? Also gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, aber ich persönlich glaube, das ist aktuell ein Bug. Und ich weiß, viele von euch fragen sich jetzt natürlich, warum holst du dir jetzt 5 Titanium White Octanes? Das ist doch vollkommen doof von dir. Du brauchst doch nur einen zum Spielen. Warum denn 5? Naja, ich bin halt ein bisschen vorausschauend. Ne? Was wäre denn zum Beispiel, wenn sie bald bei Sideswipe Trading aktivieren? Stell dir also mal vor, es wird bald Trading geben und der TW Octane ist nicht mehr im Shop drin und viele von den Leuten, die ganz gerne einen hätten, haben halt diese Item-Shop-Aktion verpasst oder haben auch erst gerade mit Sideswipe angefangen. Die gucken dann dumm aus der Wäsche, aber deswegen gibt es natürlich mich, der ein paar Octane
Titans über hat und die natürlich für einen unfassbar hohen Preis verkaufen werden. Also ich bin ehrlich zu euch, keine Ahnung, ob das Szenario Sinn macht, aber wenn du eh Sideswipe-Punkte im Überschuss hast und die nicht brauchst oder halt auch generell einen Scheiß darauf Wert legst, welche zu haben und du hast einfach Bock auf ein paar Octanes im Inventar, dann hol dir die einfach. Vielleicht werden sie irgendwann nochmal interessant. Eventuell. Also gönn dir diesen CW Octane aus dem Item-Shop in den nächsten 14 Tagen. Ich zeige euch nochmal ganz, ganz kurz meinen aktuellen Rang und eben auch meine Ausstattung des Autos. Mein aktueller Rang im Duos ist Diamond 1, bei Duellen bin ich Platin 1, aber ich spiele auch wirklich nicht so oft Once Air Zus und ich glaube, ich könnte hier auch noch gut und gerne bis hin zu Champion nach oben rushen. Also ich spiele nicht allzu oft Sideswipe, aber ich glaube, Champion wäre drin im nächsten Monat, also gerne dabei bleiben und gucken, wie ich mich so entwickeln werde. Und hier meine Ausrüstung, also mein Auto natürlich aktuell, der TW Octane mit TW Shisha Aufkleber, sieht, finde ich, ziemlich cool aus. Dazu bei den Rädern die Neptun-Räder, die müssen hier unten irgendwo sein. Als Dachaus hat es aktuell noch gar nichts, ich warte noch auf meine kleine Eule. Wenn es die immer mal geben sollte, dann nehme ich die natürlich super gerne, aber ist aktuell noch nicht drin. Dann als Raketenspur haben wir die Hexphase und bei den Lackierungen habe ich, ja, das kann man, glaube ich, schlecht zeigen, aber hier vielleicht einfach mal kopieren, wenn ihr darauf Bock habt, auf dieses Design. Ich weiß es ja nicht ganz genau, aber Sekundärfarbe eben so ein bisschen helle, damit man das Ganze eben so ein bisschen schöner dargestellt bekommt. Und bei der Torexplosion natürlich die Wow-Torexplosion. Wenn du die haben willst, ich habe ein Video gemacht, wie du die bekommst. Auch die natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Sideswipe-Video auf jeden Fall wieder. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski.